Episode 3, Sherlock Holmes Chapter 1, Geister der Vergangenheit. Da machen wir jetzt weiter. Wir werden jetzt Lady Craven, heißt sie, konfrontieren. Denn so wie es aussieht, hat sie den Diamant genommen. Und wir möchten gerne wissen, ob das so ist und wenn ja, wieso. So, ich glaube, die waren ja 222. So, switchen wir mal das Ding hier durch. Zack, zack, zack. Da. 226. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Auf welche Weise hat Lady Craven bei den Dienstmädchen Verdacht erregt? Nein, 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 das wollte ich nicht übernehmen. Okay, das haben wir ja verkackt. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior? So. Auf welche Weise hat Lady Craven beim Dienst mich Verdacht erregt? Also, für die Gäste im Sommer? Nein. Das Preise steigen wieder? Nein. Sie wirkte angespannt. Das könnt ihr mir vorstellen. So, Küchenchef stiehlt Essen. Schlechten Umgang. Macht ihr jemanden betrunken? Ah, okay. Ah, wir haben nur eine gewisse Anzahl, eine gewisse Zeit. Aber gut. Lady Craven? Umso besser. Also. Und jetzt versuchen wir es wirklich so auf so eine Quick Dings. Wir wissen ja mittlerweile jetzt schon die zwei, aber trotzdem. Ihr wisst, was ich meine. So. Nope. Nope. Ja. Nope. 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 Ja. Was? Suche die relevanten Gespräche und halt herausfinden. Okay, nochmal. Oh, das ist da oben. Doch, da läuft die Zeit. Also. Wirkte angespannt. Okay, so einen schlechten Umgang, sagen wir es mal. Ne, passt nicht. Ah, sie kann nicht. Ja klar, das macht Sinn. Den Dienstmädchen fällt sowas auf. Natürlich. Sie hat keine Etikette. Sie hat keine Ausbildung in, sag ich mal, in Tischetikette. Das müsste sie haben, wäre sie adlig. Alright. Also. Okay. Interessant. Ich hörte mit an, wie zwei Hotelbedienstete über Lady Craven redeten. Sie spekulierten darüber, dass sie womöglich gar nicht die Ehefrau von Lord Craven ist. Ihren Beobachtungen zufolge hatte sie am Abend angespannt gewirkt und versucht, Lord Craven betrunken zu machen. Sie hatten zudem bemerkt, dass die Lady nicht mit einem Fischmesser umzugehen wusste. Denn eine Lady weiß, mit einem Fischmesser umzugehen. Plus, wir haben ja schon bei der Profilerstellung von Lord Craven festgestellt, dass er gar keinen Ehering trägt. Nice. Nice. Ein zerrissener Brief. Ist immer verdächtig. Okay, das sieht nicht gut aus. Das... Er hat sie ermordet. Oh. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You are the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Galici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Where did you go instead?
to the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Okay. Is Mr. Galici still being held, and where did the servants secure him? He's in room 225, but that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed. All right, jetzt geht auch was ab. Sherlock. Why am I not surprised? Also, wir haben neue Informationen. Lord Craven sagt, er habe einige Zeit an der Bar verbracht, bevor er aufs Zimmer zurückgekehrt sei. So, dann haben wir mehr Möglichkeiten. Dann haben wir Miss Emmas Leiche. Das werden wir uns auf jeden Fall noch gleich angucken, den Tatort. Und hier, das sind die Möglichkeiten. Wir sehen da die Symbole. Und wenn wir mal kurz in die Spielgrundlagen reingehen, da haben wir die Symbole erklärt. Person daneben befragen ist klar. Hier, mit einer Schlüsselperson reden. Und Ort suchen. So, wie sieht die Fallmappe mittlerweile aus? Also, Lord Cravens Erläuterung haben wir drin. Wir haben Miss Emmas Leiche. Miss Emma liegt tot in ihrem Bett. Ihr Leichnam ist doch warm. Lord Craven steht schockiert und besorgt daneben. Okay. Dann checken wir zuallererst mal den Tatort. Sieht eigentlich aus, als wäre sie vergiftet worden, oder? Ne, sie wurde erwürgt. Strangled with bare hands, judging by the bruises. Mich. Ah, okay, ja, wir können mit dem linken Stick, das vergesse ich mal. Mit dem linken Stick kann man nochmal hier weiter wegbewegen. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. Faszinierend, das ist fast schon hypnotisch. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. I think she stole the stone. It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. Er sagt aber eher, dass der Stein von Blut befleckt sei, was, also ich finde, was viel passender ist. Aber wir wollen ja kein Korinthenkar sein, ne? So, da haben wir die Tür. Und da haben wir noch was. Das sieht doch interessant aus. Concentration. Nicht tief genug. Doppelter Boden. A neat hiding place. Why would she conceal all of... Several thousand pounds, that's quite a fortune. Ja, vor allem, das müsste ja im Grunde genommen irgendwann spätes 19. Jahrhundert spielen, weil er noch jung ist. Die Sherlock Holmes Geschichten gehen ja bis in Anfang des 20. Jahrhunderts spielen. So,
Der Ring. Virtus Audaciter Sapit. Virtus Audacta Sapit. Courage tastes bold. A unique family motto. Auch hier wieder dieses Motten-Symbol. This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Briefe. Beziehungsweise die Kohle. Fard Rouge, Calomel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Hervorstechend und super wichtig bei Sherlock Holmes Romanen, was auch immer, Filmen, Serien und so weiter, ist auch immer dieses Zusammenspiel mit Watson. Es gibt keinen guten Sherlock Holmes ohne einen guten Dr. Watson. Sollen wir schon Beweis präsentieren? Haben wir schon was? Okay. Noch sind wir ja nicht fertig. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir unter Zeitdruck stehen, deswegen. Also, das haben wir gefunden. Das haben wir gefunden. Damals weitaus mehr Informationen. Und ich würde gerne Lord Cravens Aussage validieren. So, hier, das checken wir auch kurz. Brief über gestohlenen Ring. Sehr geehrter Monsieur Craven, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls noch nicht abgeschlossen sind und der Ring noch nicht gefunden werden konnte. Wir mussten den Diener L.O. Dupont freilassen, da wir keinen Beweis dafür erbringen konnten, dass er an dem Diebstahl beteiligt war. Wir werden Sie über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufenden halten. Lieutenant Gavreau, Polizeikommissariat Marseille. Okay. Someone was not happy with his post. Ah, ist das wunderbar. Ihr seid nämlich ein Teil in einem Council, aber es macht vieles besser. Lord Craven, ich habe den Schadensersatz immer noch nicht erhalten, mit dem Sie mich für den unerhörten Vorwurf entschädigen und meine medizinische Behandlung nach Ihrer Tätigkeit bezahlen wollten. Sie möchten ganz bestimmt nicht, dass ich an die Öffentlichkeit gehe. Sie wissen doch ganz genau, dass ich hier nach Ihren falschen Anschuldigungen fristlos entlassen wurde. Und jetzt, da meine Unschuld bewiesen wurde, kann ich aufgrund meiner Handverletzung nicht mehr arbeiten. Wenn Sie mich weiterhin ignorieren, werde ich die Sache vor Gericht bringen. Okay. Er hat einen Feind. So. Da können wir doch schon mal hingehen und gucken, ob wir da nicht bei den Gedankenspielen schon Dinge zusammenfügen können. Wir haben Mottenbrosche und wir haben hier den Mottenring. Ne? Das Medium hat die Motten. Ah, und da haben wir schon mehr. Ne? Also haben die beiden zusammengearbeitet. Beide haben zufälligerweise ein Schmuckstück in der Hinsicht. Kannte Mr. Galici Miss Emma? Luca Galici besitzt Schmuck mit dem gleichen Mottenmotiv wie Miss Emma. Haben sie eine gemeinsame Vergangenheit? Das ist eine gute Frage. Weiter geht's. Das macht Spaß, Leute. So. So, also Lord Craven war mit Miss Emma im Zimmer. Miss Emma wurde erwürgt. Der Dieb hängte seinen Taten Dienern an. Um den Verdacht von sich zu lenken. Wir haben noch die Schadensersatzforderung. Und der verschwundene Diamant lag neben Miss Emmas Leiche. Aber das war nicht der Grund. Dass der Diamant auch... Irgendjemand will ihm das anhängen. Vermutlich die Person, vielleicht, die diese Schadensersatzforderung hat, die Grund hat, Rache an ihm zu üben. Okay. Es ist keine Schlussfolgerung, meiner Meinung nach, schon zu sagen, dass Lord Craven Miss Emma erwürgt hat. Das sieht für mich sogar anders aus. Und es ist nicht, als ob ich rate, weil es natürlich langweilig, wenn er es wäre, aber es macht ja Sinn, ne, aufgrund dessen, was wir jetzt wissen. Okay.
Okay, der Diebstahl und das hier. Ne? Emma hat den Diamant gestohlen. Das wissen wir. Wer auch immer Miss Emma getötet hat, ließ den Diamanten neben ihrem leblosen Körper zurück. Ah. Lord Craven kehrte auf sein Zimmer zurück und sah Miss Emma beim Verstecken des Diamanten. Genau. Also die zwei Schlussfolgerungen können wir wählen. Anhand dessen, was wir wissen, sage ich auch genau das. Ne? Das ist die Schlussfolgerung, weil da, man hat gesehen, ihre Handtasche wurde durchwühlt, aber der Diamant wurde nicht mitgenommen. Bedeutet, die Handtasche wurde nicht durchwühlt, um einen Diebstahl durchzuziehen. Dann hätte man den Diamant mitgenommen. Deswegen glaube ich ihm genau das. Und genau deswegen glaube ich auch, man kann sich auch umentscheiden, cool, dass eben jemand ihm das anhängen will. Okay. Den Rest lassen wir jetzt erstmal. So, wir haben diverse Beweise, wir können mit ihm quatschen, das wollen wir aber nicht. Aber sonst noch irgendwas? Nee. Genau, das heißt, das gucken wir uns auch nie an. Remarkably simple lock. Warum? Also, warum ist da so ein... Das Schloss lässt sich leicht knacken. Das primitive Schloss der Tür zwischen den Zimmern von Luca Licci und den Cravens kann leicht geknackt werden. Mhm. Genau, Lord Galici ist die ganze Zeit auch im Nebenzimmer. Ich glaube, wir brauchen gar nicht erst Lord Cravens Story validieren. Wir gucken, dass wir jetzt irgendwie mit Lord Galici schwätzen können. Schwätzen ist gut. Genau, 225. Wir müssen erst an den Empfang, weil wir den Schlüssel brauchen. Er ist ja eingesperrt. Das möchte ich gerne ungebildet wissen. Und wir switchen ganz kurz, genau, Lord Cravens Erläuterung. Wenn wir jetzt schon hier unten sind, quatschen wir mit dem Barmann. Sorry. Maybe a guest noticed it. Vor allem den Franzosen. Ah, stimmt, das ist Franzose. Ja, gut, das heißt nichts. Aber wobei, wir haben noch dieses Schreiben vom Polizisten. Ah, wer notiert das? Hier, Dokumente. Ne, da ist es aber nicht. Begeisterte Vergangenheit. Wir haben nämlich einiges. Da sind die Briefe, hier. Okay. Wir mussten, und hier, ne? Es gab einen Diebstahl eines Ringes und der Diener Dupont, ne, den mussten sie, so, und ich hatte zufällig, hatte ich mit ihm ja schon gequatscht, wegen dem Stock, als ich versucht habe zu ermitteln, wer der Besitzer ist. Und er ist Franzose. Pardon, Monsieur, but I am not in the mood to talk. Ja, Kollege. Französischer Adliger. Ah, aber ist ja kein Diener, ne? Aufgeschlossen, edles, markantes Parfum. Okay. Würde eigentlich nicht auf den Dupont passen. Okay. Okay. Dann gucken wir mal. Wir quatschen noch kurz mit denen daneben. Und dem Alten. Can you satisfy my curiosity? Friend, you're lucky there is something I know. Aha. Ich fand einen Zeugen, der mir versicherte, dass Lord Craven nur eine kurze Zeit an der Bar verbracht hatte, nachdem er das Hauszimmer verlassen hat. Okay. Can I ask you a question? Er hat uns angelogen. I would help you if I knew, sir. Alright. Das macht nichts. Okay, das reicht eigentlich schon, die Information, ne? Also er hat gelogen. Okay, das wird interessant. So. Wir gehen mal... Okay, wir Gedankenspiele ploppt auf, dann machen wir das. So, er war mit ihrem Zimmer. Und das heißt, er war mit ihr schon... Er müsste eigentlich, ne, länger... Gucken wir mal. Lord Craven hatte Zeit für den Mord.
Lord Craven hatte genug Zeit, um Miss Emma zu ermorden, bevor ich am Tatort eintraf. Daraufhin deuten die Fakten zumindest erstmal. Genug Zeit für den Mord. Der Mörder hatte genug Zeit, Miss Emma zu ermorden, während Lord Craven in der Lobby trank. Eben nicht. So, hier brauchen wir noch eine Validierung. Hier ist es quasi wurscht. Ja, wir wissen ja schon, dass es die Linien war. Okay. Super interessant. So, die Gedankenspiele sind noch nicht durch. Wir könnten also quasi noch was verbinden. Ja gut, das kann man verbinden. Nicht? Der Täter ist durch die Dings gekommen, hätte ich jetzt gesagt. Na gut, ich weiß nicht, was sie da wollen, deswegen lasse ich das mal. Oder sollen wir schon nach... Das wäre mir ein bisschen schwer, weil ich jetzt nicht genau weiß. Zeigt es mir das einfach an, weil ich noch nicht... Weil ich eben noch schon Dinge kombinieren kann. Jetzt bin ich falsch gelaufen. Vermutlich. Jetzt gehen wir noch zum Empfang und dann brüten wir nochmal kurz drüber. Also. Ja, er schlug das Medium. Ja, der Mörder erwürgte etc. etc. Der Dieb hängte seinen Taten Dienern an. Das ist alles schön und gut. Gut, das passt ja. Das mit Schadensersatzforderung und das. Lord Craven ist ein impulsiver Mensch, der bisweilen die Beherrschung verliert. Ja. Das hat sich jetzt nur verhärtet, dieser Eindruck. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the séance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Oh, spannend. Das ist echt spannend, Leute. So, aber in Gedankenspielen geht noch was. Okay, was ist das wieder nicht? Also hier verstehe ich auch den Zusammenhang nicht. Und das passt auch nicht. Also, keine Ahnung, warum es jetzt gerade noch angezeigt wird. Mit den Gedankenspielen, vielleicht ist es einfach... Ist das so? Jetzt bin ich gespannt, was das Medium zu sagen hat. Ja, Watson ist auch irgendwie überall und überall. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the séance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. So, dann gucken wir uns mal genauer an. Ja, bekam einen heftigen Schlag ab. Das haben wir mitbekommen. Benutzt viel Schminke. Ah. Geübte Fingerfertigkeit. Hager wirkt unterernährt. Leicht blutende frische Kratzer. Hallo? Okay, zwei Möglichkeiten. Luca Galici ist von magerer Statur und scheint unterernährt.
Seine Nase blutet aufgrund eines kräftigen Schlages. Er hat eindeutig die Hände und dünnen Finger eines Diebes, der in der Kunst des Taschendiebstahls geübt ist. Mit Schminke kaschiert er womöglich Gefängnistätowierungen. An seinen Handgelenken sind frische Kratzer und Schrammen zu sehen, diese stammen aus einem kurzen Kampf, der vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden haben muss. Ich glaube, er ist weniger ein Medium als vielmehr ein Krimineller. Mit seiner Seance-Masche hat er einen Weg gefunden, wohlhabende Menschen um ihr Geld zu bringen. Oder Medium mit wenig Erfolg. Gucken wir mal hier alles durch. Mit Schminke versucht er die Zeichen einer durch die Unterernährung verursachten Krankheit zu kaschieren. Nötige handfertige Taschenspieltricks, Umgang mit versteckten Utensilien, das könnte ja sogar sein. An seinen Handgelenken sind frische Kratzer und Schrammen. Das haben wir auch. Da gibt es ein Irgendwo muss es eine Aussage geben, die nicht zu den uns bekannten Fakten passt. Also wäre definitiv eine Möglichkeit, anhand jetzt der Informationen alleine, würde ich sagen, könnte man sogar beides nehmen. Aber, also, wir haben ja noch andere Fakten. Die Tote liegt genau im Zimmer nebendran. Das Schloss ist leicht zu knacken. Wenn er ein Geübter oder wenn er ein Krimineller ist und Geübterin ist, Leute auszurauben, wird er mit Sicherheit auch ein Schloss knacken können mit seinen Fingern. Deswegen ehemaliger Verbrecher, nun Medium. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man, but I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Das wollen wir erstmal wissen. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here, as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. Das ist sehr unwahrscheinlich. Okay, Beweis präsentieren, Hinweis auswählen. Also okay, da können wir. Gibt's da irgendwas? Ich hoffe, das ist nicht einfach einmalig oder so, ne? So. Das ist was, ne? Die Tür zwischen dem Zimmer ist. Aber das ist ja kein Beweis. Ich nehme auch sein Profil jetzt. Ach. This object simply isn't resonating with me. Dann. Okay, dann können wir jetzt mehr aussehen. This object simply isn't resonating with me. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. Das ist die Verbindung zwischen beiden, ne? Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Okay. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm. Guck mal. Danach können wir ja dann tatsächlich Lord Craven dann entsprechend die Beweise präsentieren. Jetzt wissen wir ja, was passiert. Dass wir da noch Möglichkeit haben. So. So, frische Kratzer an den Handgelenken. Würde passen, ne? Er wirkt, kratzt, versucht sie zu wehren. Die Kratzspuren an Luca Galicis Handgelenken stammen von Miss Emma, als sie um ihr Leben kämpfte.
Das sind jetzt die Schlussfragen, die wir bisher haben. Es wird interessant zu werden, was Lord Craven vor allem dazu sagt, dass er nur kurz an der Bar war. Das interessiert mich sehr, 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 sehr. So, Schloss ist leicht knacken. Medium hat Zimmer neben Miss Emma. Das Schloss der Tür zwischen den beiden Hotelzimmern ist primitiv. Mr. Galici hätte es leicht knacken können. Okay, haben wir das zweimal sogar, ne? Wir haben Miss Emma kratzte und wir haben hätten auch immer die Möglichkeit zu sagen, eben das Hotelpersonal war es. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Super duper duper. Sehr spannend auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall diesem Fall in der nächsten Episode weiter nachgehen. Geister der Vergangenheit. Und echt interessant. Ich muss mich schon auf jeden Fall noch ein bisschen reinfuchsen, aber so allmählich läuft das und es ist cool, weil man sehr, sehr gut aufpassen muss und man darf auch selbst mitdenken und soll es. Und wir haben noch alle nötigen Mittel, um dann halt eben alles hoffentlich dann zu einem zufriedenen Ergebnis zu führen. Abonniert den Kanal, wenn euch das LP gefallen hat. In der nächsten Episode geht's weiter. Dann befragen wir Lord Craven und präsentieren ihm mal die Beweise. Ich bin mal echt gespannt. Bis zum nächsten Mal.